Hallo und willkommen zur neuen Folge von Marvel's Avengers. Jo, wie geht's euch? Wenn ihr weiter zuschaut, ja. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Marvel Avengers. Heute ist der 3. September und ab morgen könnt ihr alle das Spiel holen. Ja, wir sehen jetzt hier ein paar Und? Leute, Wie hat machen dir auch die weiter. waghalsige Rettung in letzter Sekunde gefallen? Willst du ein Kompliment hören, Tony? Wir treffen uns auf dem Kommandodeck. Wir haben ein kleines Zeitfenster für den nächsten Schritt, solange AIM sich erholt. Ja, Höflichkeiten später. Verstanden. Okay, dann bin ich mal gleich höflich. Oder er ist zu mir höflich. Wer will ich heute sein? Ja, die verkleidet sich gerne. Hallo, meine Lieben. Habt ihr mich vermisst? Tatsächlich. Er hat es geschafft, den Heavy Carrier in die Luft zu bringen. Es ist Jahre Na, die alte her. Ballerina. Ich werde dich einfach nicht los, was? Ja. Du wärst mich nicht los. Nie mehr wieder. Ich geh mal erstmal dahin. Oh, guck mal, da ist schon eine Kiste. Oder ist das die richtige Seite? Durchhalten. Verstanden. Ja, vielleicht gibt es im Lager Also gut. was. Oh, guck Dann mal. mal zurück aufs Kommandodeck. Wie steht's mit der Sicherheit? Ein Riesenchaos. Wir arbeiten hart daran, alles neu zu verkabeln. Hallo Avenger. Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Okay. Neuer Look gefällig? Ich kann helfen. Betrachten Sie mich als Ah. zweiten Wandschrank. Oh, das sieht auch richtig gut aus, aber für Kosmetik zu bezahlen, kann man anziehen. Ja, man kann nur kaufen, aber nicht sehen, wie die aussehen. Bringen Sie den Cursor über der und akzeptieren. Dein Ernst, sie muss jetzt was kaufen? Dein Ernst? 500, 3000. 500. 2500 Euro irgendwie. Siebentausend. 500 ist der niedrigste. Jetzt muss ich glatt Ist das nicht kaufen, Wahnsinn? Alter. Das lohnt sich. Warum habe ich ja Da. gefragt? Levin zu Sichern Sie mir meinen Kaffee Levin? und sehen Sie sich mal Nein. an. Ach, guck mal. Soundcheck, 1, 2, 3, sind wir drauf? Okay? Okay. Moment. Aufregung liegt über New Jersey und dem Heroes Park, während der Countdown bis zum Ende Agent Romanoff, läuft. Wie geht es Ihnen? Sie erholen sich. Sie haben viel durchgemacht. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen.
Maschinen vorstellen, einschließlich seiner topmodernen Adaptoid-KI. Auch nach 5 Jahren gibt AIM Vollgas. Als jemand, der du über schaffst das schon. Ich versuch's. Es ist schwer, sich nicht hilflos zu fühlen. Wir müssen AIM heimzahlen, was sie getan hat. Das werden wir. Versprochen. Gut. Ich bin kampfbereit. Sag nur, wann. Na, schon wieder. Ich habe zahlreichen Tank im Verkauf. Also ja, nichts. Die haben wir nicht. Nur noch keine Sperre oder was? Ah, Spiegel. Ist das eine normale Kabine? Tony Stark, mal gucken. Die kommt überall hin. Schade. Wir kommen auch nicht hin, so. So. Ich will sehen wieder, oder was? Ey, übersehen wir schnell die Sachen. Ja, hier gibt es auch nichts. Nur Quartiere. Bruce Banner. Die Bruce Banner. Okay, dann gehen wir mal gleich hin. Alles schon klar? Okay, wir sind über die Wolken, nice. Ich habe so ein Gefühl, man kann nur bestimmte Sachen bekommen. Wenn man eine bestimmte Person das nicht nennen. Nur zerstören. Vermessen, zerlegen. Hm. Wir haben das vergessen gehabt. Weißt du was? Also drauf, dann lege ich mal. Ach, dann kann ich so eine Miss Marvel. 18er Kraft. Ich kann vermutlich Miss Marvel nur benutzen. Ja, dann gehen wir noch eine runter. Und die Leute sagen, ich wechsle gerne das Kostüm. Ah, guck mal da, eine Kiste. Oh, da gehen wir mal. Okay, man hätte mal
ein bisschen detaillierter machen können. Wie läuft's mit den Konsolen? Der Aufbau ist rudimentär, für den Einsatz reicht es. Gut gemacht. Nachdenken. Jawohl, Commander Hill. Sofort. Wollen Sie was Gutes tun? Hier sind unsere Infos. Hoffentlich reicht das. Ich wusste, wir können auf Sie zählen. Gute Arbeit. Weiter so, dann kann ich wieder schlafen. Wo ist der Bruce Wayne? Bruce. Also, da muss ich. Hier ist die Chimera. Bitte antworten. Ich kann nicht glauben, dass du nicht hier bist. Wir könnten dich wirklich brauchen, Cap. Okay, Tony. Wir müssen der Welt zeigen, was AIM vorhat. Und ich habe die perfekte Gelegenheit dazu. Das AIM-Erlebnis in Manhattan. Die Vorstellung von Tarltons neuen Adaptoids. Alle Networks werden da sein. Ich denke, das wäre der perfekte Ort, dass ein paar Dutzend Inhumans plötzlich wieder auftauchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. AIM wird die Wahrheit begraben und lieber alle Gefangenen töten, als aufzufliegen. Wir brauchen die Position des Labors, um es abzuriegeln. Ein Glück, dass du Taltons Stellvertreterin geschnappt hast. Wenn jemand sie zum Reden bringt, dann Bruce. Er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Nicht schlecht, Tony. Dann runter zum Verhörraum. Ich sage Bruce Bescheid, dass es losgeht. Miss Romanoff, Dr. Pym möchte möglichst bald am Einsatztisch mit Ihnen sprechen. Kann man Mission starten? Grüße vom Ameisenhügel. Natascha, danke für deine Hilfe im Gefängnis von AIM. Und für alles, was du als Tiny Dancer getan hast. Ich hatte mich schon gefragt, wer unser Schutzengel war. Jederzeit, Hank. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen. Stimmt. Und wie habt ihr die Chimera online und in die Luft gebracht? Ganz ohne Terrigen? Die Chimera hat die gleichen Standardtriebwerke wie ältere Helicarrier. Sie ist praktisch ein Hybridauto. Nur viel cooler. Das hier ist doch nicht bloß ein Dankesanruf, oder, Doktor? Schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben deine Daten aus dem Gefängnis analysiert. AIM konnte die meisten Inhumans erfolgreich verlegen. Ich habe das Schiff verfolgt, aber jemand muss sich darum kümmern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Missionsdaten wurden auf euren Einsatztisch hochgeladen. Pim Ende. Miss Romanoff, willkommen zurück auf der Chimera. Ich habe Infos über die potenziellen AIM-Überläufer, die Sie mir in Ihrer Zeit als Tiny Dancer gemeldet haben. Ich habe eine Position auf dem Einsatztisch markiert, die Sie interessieren dürfte. Danke, Jarvis. Es ist schön, dass du wieder die Missionsdetails für mich verwaltest. Wie in alten Zeiten, so heißt es doch. Der Bruce war doch hier. Wir schicken so schnell wie möglich hin. Genießt du die Aussicht? Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss es wohl sein. Okay, ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutz den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Oh, hey, Ned. Roy hat ja alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen AIM-Bot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Wir machen mal eine Nebenmission. Gucken wir mal. Das hier halt. So, hier Mission. Egal wen oder was. Sehen wir, ob die Mission nicht gemacht haben.
19. Immer die Flüchtlinge Verwahrungsanlage. Ich weiß nicht, ob das die Missionen sind, die ich gemacht habe, oder. Oder wir gleich sehen. Wir nehmen mal Glück wieder auf. Die anderen kommen mit. Avengers, mehrere Resistance-Kämpfer sitzen im Feld in der Falle. AIM rückt auf ihre Position vor und sie müssen sie retten, bevor sie überwältigt werden. Begeben Sie sich zu ihnen und verteidigen Sie sie, solange es erforderlich ist. Wir werden sie abholen, wenn die AIM. Ah, läuft jetzt. Chance zu verlieren, okay. Was ist das denn? Hab ich jetzt... Truppen eliminiert sind. Ich wollte das. Mann, oh Mann, oh Mann. Besuch! Ein bisschen wie Spencer. Vor Ihnen sind Inhumans in einen Kampf verwickelt. Ich das hier auf. Nope. So da links. Ach, von da sind wir gekommen. Ich kann ja richtig weit springen, ja gut. So, warte mal erstmal Dingens. Ausrüstung. Nein. Hab ich nichts gekriegt? Okay. Gehen wir weiter. Verfolgt
Verstärkung ist eingetroffen. Schützen Sie die Inhumans. Sie müssen sie schützen. Ja, wo sind die denn? Da hinten. Bin ja. Ah, da gibt's auch noch einen hinten. Oh, wird es etwa heiß hier drin? Könnt ihr nicht hier bleiben, Jungs? Haben wir schon ein City? Oh, die haben neues City da. Dass sie gehen. Jetzt? Hallo, ja. Ach, da unten. Sicher.
Gut gemacht, Avengers. Sie haben unsere Leute gerettet, sodass sie weiterkämpfen können. Die Resistance wird siegen, wenn sie ihnen den Rücken frei halten. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Die bleiben nicht mehr in Quinjet, aber du kannst ja nicht mehr zurück zu... Ja, zurück zu deinem Schiff. No, da, shit. Okay, dann gehen wir mal. Hä? Wenn wir nicht, muss mit denen wieder reden. Okay. Ah, da. Hey, Ned, ich werde gleich mit Monika reden. Sie wird versuchen, dich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monika gut. Nein, tust du nicht. Es gibt 1000 Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss. Ja. Hör mal, ich sage nur, wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. Ich grüße alle Abenteurer. Ich habe Ware für Ihr Gold. Hallo, Avenger. Bereit für Ihr neues Ich? Alle Ausgänge gesichert? Ja, Agent Romanoff. Gut. Öffnen Sie die Luftschleuse für mich. Und danach nur noch für Dr. Banner. Ist das klar? Ja, Ma'am. Leite Luftschleusen-Override-Protokoll ein. Du hast mit Monika gearbeitet. Ziemlich lange. Sie hat sich verändert, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie jemals Gefühle für dich hatte. Aber falls ich mich irre und sie echte Gefühle zeigt, nutze sie aus. Das ist dein Druckmittel. Ich habe deine brutale Offenheit immer geschätzt, Ned. Du schaffst das, Bruce. Nein, du musst es schaffen. Wir müssen die gefangenen Inhumans finden, bevor wir AIM die Party verderben. Die Chimera, okay. Wie ist das? Dahinter machen wir eine Runde hier entlang. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hinten in der Ecke ist. Extra, dass man nicht sieht. Na, guck mal da. Wir haben mit dem Ding schöne Campingtrips nach Handy Woods gemacht. So, Moment. Was ist das? Ob da noch Munitionsvorräte sind? Die mit ihrer Munition. Und Waffen. Was immer Sie brauchen, Kev ist Ihr Mann. Gucken wir mal wieder so, 13 haben wir wieder, da haben wir 14, boah, 15, aber keine Fähigkeit, hier ist auch keine Fähigkeit hier, höhere Schaden durch leichte Combo-Finish. Präzision, Widerstandskraft. Ja, muss man wohl. Und hier haben wir
15. Präzision, Widerstandskraft, was hat der denn hier gemacht? Der hat gar keinen Stern. Weil die haben gar keine Sterne. Ah, Widerstandskraft. Ne, geht da gar nicht. Und die sichern sie ja richtig heftig. Ist die Gefangene sicher? Der Raum wurde für einen Halt gebaut. Sie geht nirgendwo hin. Gut. Übrigens, niemand außer Dr. Banner darf passieren. Verstanden. Und jetzt? Also. Hier ist das. Okay. Sind wir jetzt bereit? Warte mal. Gucken. Jetzt bin ich bereit. Oder warte mal. Erstmal meinst du, Bruce kann aus Monika Informationen rausholen? Ja. Ich denke, er ist bereit. Wir müssen Taltons Labor finden. Hoffentlich hast du recht. Dieses kleine Gespräch kann katastrophal enden. Deshalb findet es ja auch im Laufstall des Großen statt. Könnte interessant werden. Sie haben seit den Anhörungen nicht miteinander gesprochen. Schafft er das? Wäre besser. Wenn wir Taltons kleine Party aufmischen, wird er wieder aufräumen. Das AIM-Erlebnis. Wirklich kein guter Name. Naja, wir müssen wissen, wo dieses Labor ist. Hunderte Inhumans stehen auf dem Spiel. Also Tiny Dancer, hä? Huh? Lass mich raten, du hättest Rocketman genommen. Ach bitte, ganz kalt. Du bist meine Candle in the Wind. Die Show geht gleich los. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Die triumphale Rückkehr der Avengers. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Bitte. Ebola, die Pocken, Kinderlähmung wären ohne Laborratten tödlich. Inhumans sind nicht krank, Monika. Du nimmst dir nur ihre Kräfte für deine kleinen Roboter. Roboter mit sehr komplexer KI. Dazu fähig, die effektivste Nutzung ihrer Kräfte zu berechnen. Bei nur minimalen Humanverlusten. Wo ist das Labor, Monika? Du kannst Terrigen nachbauen, klar. Aber das wird katastrophal enden und das weißt du. Du warst am A-Day da und weißt, wenn wir das nochmal machen, werden wir nicht nur die Inhumans gefährden, sondern uns alle. Wenn ich mich recht erinnere, war der A-Day deine Schuld. Verdammt! Wir brauchen einen stabileren Tisch. Tja, einige Dinge ändern sich wohl nie. Du siehst alles als Experiment an, oder? Tatsächlich. Talton. Inhumans. Mich. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce.
Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Ich gehe rein. Wir müssen das Labor finden. Jarvis? Sensoren melden ankommende Engtruppen. Tarleton will seine Komplizin holen. Matt, Quinjet? Kannst du Gedanken lesen? Du kommst mit mir. Okay. Hey, also, du passt auf dich auf, ja? Nur wenn du es auch tust. Kamala, los! Ja, mein darf nicht verhindern, dass wir diese Inhumans der Presse vorstellen. Ich vermute, Georgie Boy ist an uns dran. Ich glaube, du hast recht, Tony. Ein Bataillon von Flugschiffen ist unterwegs. Moss. Code Grün? Moment. Gib mir eine Sekunde, okay? Sie scheinen Dr. Rappaccini zurückholen zu wollen. Jarvis, behalte unseren Geist im Auge. Sie ist gerissen. Jarvis! Jarvis, kannst du die öffnen? Tut mir leid, Sir. Ja, die Sache ist eskaliert. Ich sag dir was, wenn du überlebst, stelle ich dich vielleicht ein. Das wäre großartig. Sehr gut. Erledige du die wütenden Roboter. Ich hole den fliegenden Metallklumpen runter. Aber gerne. Bruce, wie sieht's aus mit Zorn und Ärger? Wow! So ist's besser. Pack ihn auf die bösen Jungs und hau ab. Ich bin schon dran. Tony, wir brauchen Luftunterstützung. Komm sofort hier rauf. Bin gleich da. Jarvis, vergiss die Kanonen. Tarleton wird bald zu dir kommen. Geh zum Kontrollraum, Kleine. Greif alles an, was sich den Energiekern nähert. Wird gemacht. Was für Geschütze, ja. Geschütze. Wo ist sie denn hin? Sie rüberspringen oder was? Nein. Die wollen ihn verarschen. Ja, jetzt nicht durch die Tür. Dann muss ich auf die andere Seite. Ja, doch. Miss Khan, Sie sind jetzt im Kontrollraum. Ich bin unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Wir sind hier schwer beschäftigt. Es liegt an dir, Kleine. Ich weiß, du kriegst das hin. Die Kleine. Die Kleine ist im Kontrollraum und macht ihn fertig.
Wie geht's euch, Rentnern? Oh, nett. Das mit den Sprüchen hast du schon ganz gut raus, Kamala. Verdammt! Wo zur Hölle ist er? Er erledigt auf dem Achterdeck große Mengen von AIM-Truppen. Vorne laufen. Jarvis? Bist du noch? Du? Tut mir leid. Jarvis ist nicht mehr zu Hause, Kamala. Los jetzt! Leute? Ich hab hier ein Problem. Leute! Deine Freunde werden das erst erfahren, wenn es zu spät ist. Aber ich bin auch noch da. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Um so zu enden wie die anderen Inhumans? Nein, danke. Warum nimmst du nicht Monika und verschwindest? Wozu das alles? Wasser. Die Avengers benutzen dich, Kamala. Spar dir das Gelaber, Mann. Das zieht bei mir nicht. Du bist so naiv. Sei still. Deine neuen Freunde werden dich enttäuschen. Mehr können sie nicht. Im Gegensatz zu dir vertraue ich Bruce und den anderen. Das habe ich auch. Früher einmal. Die Welt wird bald daran erinnert, wer die Avengers wirklich sind. Wovon redest du da? Ich fürchte, dass Dr. Rappaccini entkommen ist. Ich habe ein Problem, Kamala. Ich brauche dich auf dem Oberdeck. Sofort! Ich komme! Monika, sie entkommt! Beim AIM-Erlebnis in Manhattan Zeugen der Rückkehr der Avengers. Aber sie greifen anscheinend die Stadt an. Lass die Kamera laufen. Ist es Zufall, dass dieser Angriff genau an dem Tag erfolgt, an dem AIM sein vielversprechendes neues Adaptoid-Programm vorstellen soll? Oh, scheiße. Danke. Endlich. Moment, ist das Tor? Ich glaub's nicht. Tor?
Wo zum Geier kommst du denn jetzt her? Ich diente den Sterblichen, als es plötzlich Metallteile vom Himmel regnete. Ich bin unfassbar froh, dich zu sehen. Das ist so dramatisch, findest du nicht? Das spielt keine Rolle. Jetzt ist er hier. Der falsche Gott geht zurück. Warum? Du hast getan, was du tun solltest, Thor. Deine Macht aufgegeben. Du hättest vergessen bleiben sollen. Niemals, wenn Sterbliche in Gefahr sind. Wo versteckst du dich denn? Willst du dich nicht stellen? Sieh dich um. Ich bin überall. Hallo. Genau wie früher. Ha, anscheinend hat er mich auch vermisst. AIM, Landungsschiffe im Abflug. Ich sehe sie. Fokus auf die Mist. Kamala, alles klar? Ja. Nein. Ich komme. Halt, hast du gehört? Zum Maschinenraum. Begib dich dahin, Tony. Komm mit, Kleine. Okay. Darf ich fragen, wer das Kind ist? Erklären wir später. Keine Sorge. Sie schafft das. Nein! Ah. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Total schwierig, da so 100.000 Gegner sind zu aufzuweichen. Sie schafft das.
sich ins Deck. Warum seid ihr so viele? Ist okay, aber die Triebwerke sind noch tot. Glas halb voll, ne? Wir sollten uns beeilen, Thor. Gute Nacht. Sie sind robust. Das gebe ich zu. Nicht solange ich da bin. Die Chimera stürzt nicht ab. Nicht nochmal! Ich hab zu tun, Kleine. Ich mach das! Sicherheitssubsysteme sind wieder online. Es funktioniert. Kannst du alles abriegeln? Ich arbeite bereits daran. Ich erinnere mich, dass ich Hals Einsilbigkeit immer mache. Einheit reduziert.